Ja, ich hatte euch ja noch was versprochen. Und zwar habe ich hier Melone erst in Würfel geschnitten und dann eingefroren. Kann man das sehen? Ja, die sind jetzt tiefgefroren, die sind ganz hart. Und die gebe ich jetzt einfach so, wie sie sind, in den Mixer. Moment. So sind jetzt tiefgefrorene Melonenwürfel. Die sind ganz hart. Jetzt habe ich noch ein bisschen Minze aus dem Garten. Ich gebe jetzt also mal so 6 Blättchen Minze dazu. Und jetzt wird das Ganze gemixt. Es ist fertig. Das ist das allerbeste Sorbet, was ihr euch überhaupt vorstellen könnt. Das könnt ihr übrigens mit allen Früchten machen. Also in dem Fall habe ich ja Melone genommen. Da muss kein Zusatz dazu, da muss kein Zucker und überhaupt nichts dazu. Das ist einfach nur erfrischend. Und das könnt ihr auch mit anderen Früchten machen. Zum Beispiel mit Pfirsichen, reife Pfirsiche oder mit Erdbeeren. Schmeckt total toll. Echt toll.